Die Steine sind gefallen. Nein, keine Angst, Sie haben den Domino Day der Crazy Eight and Friends aus St. Johann Köppling nicht verpasst. Allerdings laufen die Vorbereitungen für das Event bereits auf Hochtouren. Immerhin gilt es doch knapp 100.000 Steine zu verbauen und diese auch noch dem Motto, eine Reise durch die Filmgeschichte gerecht, zu arrangieren. Keine leichte Aufgabe, denn das Bauen der Domino-Bilder ist schwerer als gedacht. Das haben wir bei unserem ehrgeizigen Ziel, das Kanal 3 Logo zu bauen, am eigenen Leib erfahren. Und weil wir vor lauter Bauen keine Zeit mehr für ein Interview hatten, haben wir das kurzerhand einer jungen Kollegin überlassen. Wie weit sind die Vorbereitungen schon? Wir haben die größten Bilder alles gebaut. Es ist im Großen und Ganzen alles fertig vorbereitet. Es geht jetzt um die Feinarbeiten noch rundherum, alles runterzubringen. Und ja, im Großen und Ganzen sind wir fast fertig. Und was passiert in den nächsten Wochen noch? Die nächsten Wochen werden wir noch die Steine aus Niederösterreich holen. Wir werden alles runtertransportieren nach Söding. Es ist alles noch auszudrucken, die Plakate, die Flyer auszuteilen und einfach alle Menschen einzuladen. Jeder ist herzlich willkommen bei uns. Worauf darf man sich am 20. Juli freuen? Am 20. Juli ist unser großes Finale. Da werden wir die 100.000 Steine, die wir hoffentlich bis dorthin alle aufgebaut haben, umschmeißen und es gibt dieses Thema ist eine Reise durch die Filmgeschichte, also man kann sich wirklich auf tolle Bilder freuen und ja, wird hoffentlich viel Spaß werden. Bitte nicht zu spät kommen, das wird circa in 6 Minuten umfallen, also wer nach 10 Uhr kommt, wird wahrscheinlich Pech haben. Für all jene, die sich das Spektakel im Festsaal Söding am 20. Juli nicht entgehen lassen wollen, gilt also pünktlich sein.